Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 86, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der AfD. Lockdown in Hessen ist das Gegenteil von verantwortungsvoller Politik. Gemeinsam mit dem Antrag der FDP, hessische Gastronomie in der Not, und dem Antrag, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, sofortige Beendigung des Lockdowns. Beginnt der Kollege Lichert, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Der Lockdown in Hessen ist das Gegenteil von verantwortungsvoller Politik. Warum? Weil ihm die wichtigsten Zutaten verantwortungsvoller Politik fehlen, nämlich Wirksamkeit und vor allen Dingen Verhältnismäßigkeit. Weil die Regierungen im Bund und Land sich und uns alle in eine Sackgasse hineinmanövriert haben. Und aus dieser Sackgasse gibt es nun einmal nur einen Ausweg, und das ist das Ende des Lockdowns. Der Weg in den Lockdown ist gepflastert mit Zahlenhuberei. Zurzeit starren wir alle gebannt auf die Inzidenz, obwohl diese eine Kennzahl niemals die Komplexität des Infektionsgeschehens abbilden kann. Meine Damen und Herren, das ist Fahren auf Sicht mit geschlossenen Augen und daher verwerflich. Der Ministerpräsident sagte am Dienstag, wir leben von Vertrauen. Recht hat er. Aber wie wollen Sie denn dieses Vertrauen zurückgewinnen, wenn viele Ihrer Maßnahmen völlig inkonsistent, unlogisch und schlicht nicht nachvollziehbar sind? Ich möchte mal ein paar Schlaglichter setzen. Nehmen wir das Thema Nachverfolgung von Infektionsketten. In den letzten Monaten wurden noch so viele Ressourcen in die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter investiert. Minister Al-Wazir konnte zwar am Montag oder vielleicht wollte er auch nicht die Antwort auf meine Frage geben, aber aus Presseberichten konnten wir entnehmen, dass im November die Entscheidung fiel, SORMAS einheitlich in Hessen einzuführen und bis Ende Februar umgesetzt sein sollte. Und damit waren Sie ja noch recht stolz darauf, dass Hessen so weit vorne ist. Im November fiel die Entscheidung. Nach 10 Monaten Corona ist das Ihre Vorstellung von Vertrauen in die Politik schaffen. Meine Damen und Herren, sprechen wir doch einmal über asymptomatische Infektionen. Manchmal lohnt es sich tatsächlich noch, den Staatsfunk und die selbsternannten Qualitätsmedien einzuschalten, so zum Beispiel am vergangenen Dienstag, als das Heute-Journal und die Anstalt direkt nacheinander liefen. Leider ist es ja heute schon normal geworden, dass der Nachrichtenwert der Satiresendung die Anstalt höher ist und einem das Heute-Journal wie eine Satiresendung vorkommt. Aber diesmal war es tatsächlich anders. Prof. Dr. Dr. Tobias Kurt, Epidemiologe und Direktor des Institutes for Public Health an der Charité, kam zu Wort, und zwar wie folgt. Dass wir keine repräsentative Studie haben in Deutschland, die mir wirklich sagt, wie viele asymptomatische Fälle habe ich, also Personen, die infiziert sind und andere infizieren können, aber selber keine Symptome haben. Meine Damen und Herren, die Bedeutung dieses Satzes kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Es gibt keine empirische Evidenz, dass asymptomatische Infektionen überhaupt messbar zum Infektionsgeschehen beitragen. Trotzdem tun wir so, als seien völlig gesunde gefährlich. Das ist ein unglaublicher Skandal. Meine Damen und Herren, es ist ja nicht so, dass wir nichts wissen. Das RKI, das Robert-Koch-Institut, also das Ministerium für Wahrheit in Sachen Corona, hat ja im Februar das Papier Control Covid veröffentlicht. Seien Sie nicht traurig, wenn Sie das nicht lesen können. Das kann man alles nachlesen. Aber das sind die 17 Settings, mit denen die Kollegen dort arbeiten. Dort wird das individuelle Infektionsrisiko, den Anteil am gesamten Infektionsgeschehen und so weiter kategorisiert. Was lesen wir dort? Einzelhandel, niedriges Risiko. Gastronomie, moderates Risiko. Ja, klingt der Schließung nach Verhältnismäßigkeit, aber was das Schlimmste ist, in Alten- und Pflegeheimen hohes Risiko, nach wie vor. Das heißt, genau beim Schutz der Gefährdeten versagen Sie. Und es ist auch hier zu Recht schon thematisiert worden, dass Hessen auf dieser Skala besonders schlecht dasteht. Und trotzdem haben Sie uns alle in Geiselhaft genommen und unzählige wirtschaftliche Existenzen vernichtet. Und das ist falsch. Niemand hat ein größeres Interesse an einem sicheren Betrieb des Geschäfts oder der Gastronomie oder sonst irgendwas als die Betreiber selbst. Setzen Sie vernünftige Rahmenbedingungen und lassen Sie die Unternehmen diese erfüllen.
Der Lockdown muss enden, und das wird er auch. Wir haben Hoffnung. Hoffnung auf die Gerichte. Am 9.3. wurde im Saarland verkündet, dass der Lockdown in dieser Form unrechtmäßig ist. Wir haben auch hier in Hessen eine Normenkontrollklage eingereicht. Manchmal geht es ja auch ohne Gerichtsurteil, z.B. wenn eine Landtagswahl ansteht, so wie in Rheinland-Pfalz. Wir wissen natürlich, dass unser Antrag bei Ihnen, den Sackgassenbewohnern, keine Chance auf Zustimmung hat. Aber die Bürger sollen wissen, dass sie von Ihnen keine Hoffnung zu erwarten brauchen. Sie alle sind jetzt Mitwisser. Und wenn Sie in Kenntnis dieser Fakten einfach weitermachen wie bisher, wird man sich früher oder später dafür politisch haftbar machen. Denn, und damit komme ich zum Schluss, Grundrechte sind keine Privilegien. Sie werden auch nicht durch die Politik gönnerhaft gewährt. Sie stehen den Bürgern zu. Und Grundrechte sind vor allen Dingen Abwehrrechte gegen einen übergriffigen Staat und nicht, um die aufmüpfige Opposition zu bekämpfen. Das Herr Kollege Lichert, Sie müssen zum Schluss kommen. Jawohl, ich komme in der Tat zum Schluss. Sie stehen in der Bringschuld. Sie müssen beweisen, warum was geschlossen werden muss. Die Wahrnehmung der Rechte, also die Öffnung, ist nicht begründungspflichtig. Sie stehen in der Bringschuld. Also, das wäre verantwortungsvolle Politik. Danke sehr. Vielen Dank, Kollege Lichert. Das Wort hat der Abg. Manfred Pentz, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich habe ja mal in meinem vorherigen Leben Buchhaltung gelernt, unter anderem, und ein paar Bilanzen gemacht. Und nach dem Redebeitrag des Kollegen der AfD muss ich sagen, bekommt für mich das Wort Niederstwertprinzip eine ganz neue Bedeutung. Und deswegen, ich will zum Thema sprechen. Meine Damen und Herren, und das sage ich für die schwarz-grüne Koalition, glaube ich, auch komplett, aber vor allen Dingen für die CDU, Leute, die ohne Maske und ohne Abstand mit Corona-Leugnern gemeinsam auf Demos marschieren, mit Menschen, ich habe es hier, glaube ich, schon einmal gesagt, die mit Aluhut auf dem Kopf vegane Kochbücher vertreiben, sind nicht unbedingt stärker befähigt, eine globale Notlage zu analysieren, als diejenigen, die sich wissenschaftlich damit befassen und forschen. Und deswegen, wir bleiben bei unserem Weg, wir bleiben seriös. Und Ihr Wortbeitrag, werte Kolleginnen und Kollegen von der AfD, hat heute eindrucksvoll gezeigt, dass Sie alles haben, nur keinen Plan, wie man aus dieser Krise herauskommt. Und deswegen, meine Damen und Herren, man kann unterschiedlicher Meinung sein. Und die Opposition hat natürlich das Recht, uns darauf hinzuweisen, was wir vielleicht klug, was wir nicht so klug machen, in einer dynamischen, außerordentlichen Situation. Und ich gehe fest davon aus, dass diese Landesregierung die Dinge auch aufnimmt. Das ist überhaupt keine Frage. Und jeder müht sich und arbeitet Tag und Nacht seit einem Jahr. Vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen, die Minister und allen voran der Staatskanzleichef Axel Wintermeyer, der Tag und Nacht nichts anderes macht, als in dieser Krise dafür zu arbeiten, dass jedes einzelne Leben gerettet wird, gemeinsam mit unserem Ministerpräsidenten unermüdlichen Dienst macht, damit wir aus dieser Krise auch wieder herauskommen. Und deswegen sind Sie genau die Falschen, die sich hier aufschwingen und von verantwortungsvoller Politik reden. Und meine Damen und Herren, deswegen frage ich es einfach einmal ganz offen. Wo ist denn Ihr Plan? Was wäre denn Ihre Lösung? Und da haben wir am Dienstag schon erlebt, da kam nichts, und heute kam noch weniger. Und deswegen, meine Damen und Herren, die Einzigen, die hier im Hause neben den LINKEN überhaupt keinen Plan haben, das ist die AfD. Und deswegen will ich es ganz offen sagen, meine Damen und Herren, oder meine Herren der AfD, wenn die Kapazität zwischen den Ohren nicht
dazu ausreicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, dann sollte man sich nicht hier im Parlament aufschwingen und uns erklären, wie wir unsere Arbeit zu machen haben. Das ist das Gegenteil von verantwortungsvoller Politik. Deswegen bleibt es dabei, unsere Landesregierung, unsere Koalition bleibt bei dem Dreisatz Vorsicht, Vertrauen, Verantwortung. Das leitet uns, und das wird uns auch in Zukunft leiten. Und deswegen werden wir auch in Zukunft erfolgreich sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Manfred Wendt. Das Wort hat die Frau Abg. Böhm, Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Pentz, ich habe mir es notiert. Ich werde Ihnen unseren Plan für einen solidarischen Lockdown zuschicken, falls Sie ihn noch nicht wahrgenommen haben, weil wir haben durchaus, wir sind eigentlich die Partei der Planung. Also, dass Sie uns das vorwerfen, das tut mir ja schon ein bisschen leid. Also, sorry, also das finde ich jetzt nicht eine kein zutreffende Kritik. Aber ich möchte jetzt zu der Aktuellen Stunde sprechen. Davon war ich ein bisschen enttäuscht. Wir hatten ja eigentlich am Dienstag, deutlich war ja, dass der Dienstag mit der Regierungserklärung eine umfassende Diskussion zur Corona-Politik gibt. Und warum die AfD das jetzt zur Aktuellen Stunde erhoben hat, mit einem, diesen Antrag, den kann man keinem zumuten. Das bleibt auch Ihr Geheimnis. Aber es hätte doch so wunderbare Themen gegeben aus dem AfD-Umfeld. Zum Beispiel, dass dank AfD-Listen mit Sascha Herr, Christian Wenzel und Siegfried Schülbe drei offensichtliche Neonazis in die Kreistage von Hochtaunuskreis, Kassel-Land und Werra-Meißner-Kreis einziehen könnten. Sagte ich, könnte, nein, sie sind in zwei Fällen tatsächlich eingezogen. Da können wir uns bei Ihnen bedanken. Das wäre mal ein tolles Thema für die Aktuelle Stunde gewesen. Das wäre doch Ihr Thema gewesen. Wir reden nicht gerne über Sie, nein, wir bekämpfen Sie lieber. Stattdessen will die AfD nun beschließen, dass dieses Corona-Kontakt- und Beschränkungsverbot offensichtlich verfassungswidrig ist. Aber das wurde Ihnen ja schon mitgeteilt. Dieses Votum obliegt nicht Ihnen, sondern obliegt den Gerichten. Und es ist schon klar, warum Sie das hier einbringen und nicht vor Gericht klagen. Sie sind ja schon mit Ihrer lächerlichen Klage gegen die Maskenpflicht im Landtag furios gescheitert. Nein, diese Verordnungen sind nicht verfassungswidrig, auch wenn wir es als notwendig ansehen würden, dass sie in demokratisch gewählten Gremien tatsächlich auch diskutiert und dort auch beschlossen werden würden. Und wenn wir auch durchaus an einigen Details Kritik haben und sie nicht immer als sinnvoll ansehen. Aber ich denke, das haben wir schon deutlich gemacht. Aber ich finde es schon sehr belustigend. Sie tun doch gerade so, als hätten Sie Corona erfunden. Sie wären die allerersten gewesen, die uns darauf hingewiesen haben. Aber mit diesem Antrag haben Sie sich doch vollends in das Lager der Corona-Leugner begegnen. Also das ist ja wirklich wohl eine Punktlandung, die Sie damit erreicht haben. In Ihrer Antragsbegründung schreiben Sie ja sinngemäß, und ich finde, das ist besonders perfide, dass es gilt, ja, die Maßnahmen gelten, ja, das Ziel der Maßnahmen ist, schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle zu verhindern. Die würden aber nur 18% schwere Krankheitsfälle und nur 5% Todesfälle ausmachen. Und bei dem Einzelhandel würde man ja doch von wenigen Infektionen, mit wenigen Infektionen rechnen. Was heißt das denn? Ihre Begründung für das Ende des Lockdowns sind aus Ihrer Sicht zu geringe schwere Krankheitsverläufe und Todeszahlen. Ich drehe die Frage einmal um. Wie viele Tote darf es wirklich geben, dass Sie irgendwelche Beschränkungen für angemessen halten würden? Für Sie ist die Frage doch ganz deutlich beantwortet. Gesundheitsschutz oder Profit ist ganz klar. Was für Sie wichtig ist, ist der Profit. Das ist deutlich geworden.
Wir hatten ja im letzten, es geht ja nicht nur um die kleinen Läden, es geht ja um alle Läden, und wir hatten ja auch deutlich gemacht, dass es uns gerade hier darum geht, gerade in der letzten Plenarsitzung in dieser Frage des Arbeitsschutzes weiterzukommen. Das sind oft große Unternehmen, mittlere große Unternehmen, und die deutlich machen, dass es hier notwendig ist, die Beschäftigten zu schützen vor der Erkrankung. Nein, vor der Erkrankung zu schützen. Aber wenn Sie Interesse daran haben, dass Sie nur der wirtschaftlichen Entwicklung Vorrang geben und mit den massiv steigenden Infektionszahlen nicht auf keine besseren Ideen kommen, und das nur als verfassungswidrig brandmarken wollen, dann ist das eindeutig, dass Ihnen Profit über Vernunft und gesellschaftliche Verantwortung geht. Ich weiß eigentlich auch nicht, warum die FDP ausgerechnet zu diesem Nonsens ihren eigenen Antrag zur Gastronomie einbinden muss. Diese Verknüpfung haben Sie zu verantworten. Also, das finde ich schon ein bisschen bedenklich. Ihr Antrag ist schon differenzierter, aber er hat auch komplett falsche Aussagen. Die Gastronomie ist ja nicht vollständig geschlossen. Der Außerhausverkauf bringt natürlich nicht auf Dauer ein Überleben für die Betriebe. Aber wenn wir jetzt nicht diese Phase durchhalten, dann werden wir nach Ostern spätestens völligen Lockdown haben müssen, weil die Inzidenzzahlen steigen. Und ich finde, das ist. Frau Kollegin Böhm, Sie müssen zum Schluss kommen. Und zum Schluss, ich hoffe doch, dass auch wenn die Wahlen jetzt in Hessen vorbei sind, nicht die Bundestagswahlen uns jetzt gleich schon wieder in solche weiteren blödsinnigen Diskussionen führen, sondern dass wir vernünftig über den Umgang damit diskutieren können. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nächster Redner ist der Kollege Bocklet, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Markus, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, machen wir es mal ohne Maske. Wir haben Stand heute in Hessen 1.200 Neuinfizierte an Covid-Patienten. Wir haben, um es mathematisch zu erklären, weil Sie ja so zumindest vorspiegeln, Sie wollen sich tatsächlich dem Thema theoretisch und wissenschaftlich nähern, 191 Betten mit Beatmung noch frei. 191 Betten. Sie wissen bei 1.000 Infizierten nach den Werten der letzten Jahre, wie lange es also dauert, bis diese Betten belegt sind. Es muss also etwas passieren. Jeden Tag 1.000 neue mehr Infizierte, mal 900, mal 1.300, je nachdem. So, wenn Sie wissen, wie stark der Anstieg der Infektionszahlen sind, und Sie wissen, wann die Betten mit Intensivbeatmung, wann die ausgeschöpft sind, und Sie nicht handeln, dann sind Sie verantwortungslos. Und dieser Punkt ist verantwortungslos von Ihnen. Sie würden provozieren, dass Sie die Ärzte vor die Situation stellen, wie sie einmal in Bergamo war. Wer bekommt noch ein Atemgerät und wer nicht? Und wo müssen Sie zugucken, wie die Leute erbärmlich ersticken? Das ist ein grausamer Tod. Ich finde, das fordert die Politik heraus, zu handeln. Und das wollen Sie aufheben, komplett. Und zwar wollen Sie das bedingungslos aufheben. Das ist ja das, was mich am meisten ärgert. Sie haben tatsächlich, Herr Kollege Pentz hat es gesagt, Sie haben nicht einen einzigen Vorschlag hier vorgestellt, außer Testen, was sowieso passiert, außer Impfen, was sowieso passiert. Und sonst wollen Sie auch mal, Sie provozieren weitere Infektionen, weitere Tote. Sie sind verantwortungslos. Es tut mir leid, das muss man Ihnen so sagen. Und wenn Sie, wir haben ja die Diskussion ja jetzt schon, genau, richtig. Wir haben ja jetzt schon die Diskussion darüber, ob nicht schnell genug, intensiv genug, konsequent genug gehandelt wurde. Der Kollege von der FDP hat ja schon subkutan und auch öffentlich schon gesagt, es werden die Menschen, die in den Altenpflegeheimen gestorben werden, werden ja schon sozusagen die Toten der Landesregierung, was ich schon sehr abstoßend finde. Aber wenn wir bedingungslos aufmachen, wie Sie das wollen, dann machen Sie sich bewusst dafür verantwortlich, für jeden einzelnen Toten, den wir zusätzlich haben. Und diese Maßnahmen, die wir bisher ergriffen haben, liebe Kolleginnen und Kollegen im Saale, die haben doch dazu geführt, dass der Anstieg weiter gestoppt wurde, wenn er auch nicht nach unten geht, was ich mir gewünscht hätte, aber er wurde weiter gestoppt. Und deswegen ist er insofern erfolgreich. Wir hätten uns mehr gewünscht, das ist keine Frage. Wir hätten uns mehr gewünscht,
dass es stärker sinkt. Aber wenn wir es nicht gemacht hätten, das ist doch logisch. Es ist doch logisch, wie das explodiert wird. Und wir werden es auch noch erkennen durch den neuen Virus, durch die neue Mutante, wie das stärker Infektionsgeschehen sich ausbreitet. Und Sie wollen einfach nichts tun. Sie wollen einfach nur den Lockdown aufheben. Das ist doch nicht von dieser Welt. Das werden wir auch kommunizieren, dass Sie die Menschen in die Krankheit treiben wollen. Und ich kann es nur noch einmal sagen, ich kann nicht ausschließen, und ich glaube, keiner hier im Saal, dass nicht das eine oder andere Gericht tatsächlich zu dem Schluss kommt, dass die eine oder andere Maßnahme unverhältnismäßig ist. Das kann man in der Tat deshalb nicht ausschließen, weil es im Gesamtbild der Gemengelage oftmals nicht genug Beweislagen gibt, warum es jetzt ausgerechnet die Drogerie ist oder ausgerechnet der Schuhladen sein soll oder ausgerechnet die Frittenbude. In der Tat, aber das ist genau das Ziel der Politik, ist ja sozusagen, dass man dann ein Gesamtinstrumentarium schafft, eine verantwortliche Politik des Lockdowns runterfällt. Wenn man es nicht genau weiß, was genau das der Auslöser war, dann muss man einen umfangreichen Katalog nehmen, das hat auch der Herr Bouffier mehrfach hier erklärt, einen mehrfachen Katalog, um das Gesamtgeschehen zu reduzieren, das Risiko zu senken. Das schließt nicht aus, dass das ein oder andere Geschäft erfolgreich vielleicht vor Gericht beurteilt wird. Das mag so sein. Aber dass der Katalog richtig ist, dass der Weg richtig ist, ist doch unbestritten. Ihre Position heute ist abstoßend und zutiefst unverantwortlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Bockrieth. Das Wort hat der Abg. Stefan Grüger, SPD-Fraktion. Bitte sehr, Stefan. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Debatte gibt uns Anlass, noch einmal in Ruhe und ohne Schaum vom Mund uns anzuschauen, wie die Fakten sind. Die Fakten sind ganz klar. Die Infektionszahlen steigen wieder. Menschen, die sich intensiv mit dem Coronavirus auseinandergesetzt haben, wundert das nicht. Es gibt eine starke saisonale Variante bei den Coronaviren. Und in der kalten Jahreszeit haben die unangenehme Eigenschaft, das liegt an unserem Verhalten, weil die meisten Menschen sich halt eben zu Hause aufhalten und nicht die ganze Zeit draußen, dass man sich dann gegenseitig ansteckt. Im privaten Bereich ganz besonders stark, weil da auch Schutzmaßnahmen nicht so ohne weiteres möglich sind. Und deswegen war es ein sehr ambitionierter Versuch, mitten im Winter die Zahlen massiv runterzubekommen. Und es ist ein sehr ambitionierter Versuch auch gewesen, dann Öffnungen zu ermöglichen, und zwar ohne dass bestimmte Maßnahmen dann bereits schon greifen. Und über solche Sachen muss man sich dann unterhalten. Also war es sinnvoll, in eine Öffnung der Schulen zu gehen, ohne dass in den Schulen bereits schon eine funktionierende Teststrategie da ist? Nein, das war nicht sinnvoll. Ja, das ist etwas, was auf jeden Fall nachgearbeitet werden muss, und zwar so schnell wie möglich. Es wäre vielleicht auch sinnvoll gewesen, das ganze Jahr jetzt zu nutzen, die Schulen besser auszurüsten mit entsprechenden Infektionsschutzmaßnahmen, Lüftungssystemen und dergleichen. Und es war nicht sinnvoll, das nicht getan zu haben. Das sind die simplen Fakten, mit denen müssen wir umgehen. Es geht also um die Frage, wie können wir intelligenter mit dieser Pandemie umgehen. Es gibt einen verbindlichen Plan, der hieß Öffnungsplan, aber er ist faktisch auch ein Schließungsplan. Und der gilt jetzt. Und wir laufen gerade massiv auf die Inzidenz zu, die sagt, wir müssen wieder schließen. Das ist bitter. Aber das ist insofern auch sinnvoll, weil irgendwie müssen wir die steigenden Inzidenzen wieder in den Griff bekommen. Aber das ist genau der Punkt, an dem wir uns auch fragen müssen, wäre es nicht intelligenter möglich? Wäre es nicht intelligenter gewesen, zum Beispiel die Schulen unter den Maßgaben, die wir als SPD-Fraktion seit Monaten fordern, Wechselunterricht mit vernünftigen Infektionsschutzmaßnahmen, wäre es nicht sinnvoll gewesen, das einfach mal frühzeitig umzusetzen, statt es immer wieder vom Tisch zu wischen? Das ist nämlich eine Frage der Intelligenz, oder neudeutsch sagt man ja smart. Und meinetwegen kann man dann halt eben auch sagen, smartere Maßnahmen.
Also das, und das müssen wir jetzt hinbekommen. Das ist das, was jetzt passieren muss. Also was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, jetzt haben wir die 100er-Inzidenz, jetzt wird geschlossen, und dann wird weiterhin Däumchen gedreht von der Landesregierung. Das geht auf gar keinen Fall, sondern wir müssen auf jeden Fall jetzt langsam nach vorne kommen. Also nicht langsam, schnell nach vorne kommen. So, das ist der Punkt. Um den geht es hier. Und es gibt, jetzt, wenn wir jetzt über die Wirtschaft reden, also natürlich würden wir uns wünschen von der Landesregierung, dass man da Thema Intelligenz oder Smart, ja, dass man einfach jetzt mal anfängt, sich auch Gedanken darüber zu machen, zum Beispiel auszuprobieren, unter welchen, und zwar dann wissenschaftlich begleitet, wir haben ja tolle Unis hier in Hessen, ja, warum das nicht nutzen und dann wissenschaftlich begleitet zum Beispiel zu schauen, wie sieht es eigentlich aus in einem Gastronomiebetrieb, der zum Beispiel die Außengastronomie öffnet, wie verhalten sich da dann die Infektionszahlen, gibt es Infektionsweitergabe und dergleichen mehr, wie ist ein vernünftiges Testsystem organisierbar. All dies ist doch machbar, aber dann muss man es halt eben auch machen und dann muss man es halt eben dann auch entsprechend umsetzen. Das fehlt uns im Augenblick von der Landesregierung und da wünschen wir uns deutlich mehr. Zwei Punkte noch. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Adhärenz, also die Bereitschaft der Bevölkerung, sich an die Regeln zu halten, besser wird, werden wir sowieso scheitern. Wir fordern seit Monaten eine umfassende Informations- und Aufklärungskampagne für alle Menschen, die in Hessen leben, nicht nur für die 15%, die Tagesschau gucken. Das müssen wir endlich auf die Kette bekommen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen besser aufgeklärt werden, dass ihnen klar ist, welchen Teil sie leisten können im privaten Bereich, um dort die Infektionsweitergabe zu verhindern. Weil wenn wir das nicht hinbekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir das nicht hinbekommen, dann werden wir auch weiter scheitern bei der Bekämpfung der Pandemie. Es sei denn, wir haben dann irgendwann mal Ende des Jahres das Impfen durchbekommen. Wir müssen die Adhärenz der Bevölkerung verbessern. Wir brauchen jetzt endlich eine vernünftige, umfassende Informations- und Aufklärungskampagne. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Grüger. Das Wort hat der Abg. Dr. Stefan Naas, FDP-Fraktion. Bitte, Stefan. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will gar nicht die Diskussion vom Dienstag wiederholen. René Rock hat es zutreffend zusammengefasst. Versäumnisse, Versagen, Vernichten, das waren die drei V. Und damit ist an sich alles gesagt. Ich will die Gelegenheit nutzen. Der eine oder andere hat sich auch schon gewundert, warum wir unseren Antrag hier heute mit aufrufen, um mal auf ein Einzelproblem hinzuweisen, und zwar auf eine ganze Branche, und das ist die Gastronomiebranche, meine sehr verehrten Damen und Herren. 4,5 Monate Lockdown, 1/5 der Betriebe existenzbedroht, noch nicht mal eine Erwähnung in der Corona-Verordnung der Landesregierung. Da kann man jetzt natürlich, wie das der Kollege Bocklet gemacht hat, jede Diskussion totmachen mit den Worten, naja, die Inzidenzen steigen wieder, und wer gegen unseren Plan oder, wenn es denn ein Plan wäre, gegen unsere Regierungsweise irgendetwas sagt, der provoziert Quote. Das war doch Ihre Argumentation. Das ist aber deutlich zu kurz gegriffen, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn hier geht es auch um Gerechtigkeit. Und wenn wir uns mal die Gastronomie und die Hotellerie anschauen, dann muss man doch dieser Tage in der Tat die Frage stellen, warum Buchungen in Mallorca erlaubt sind, aber der Wanderausflug in der Rhön eben nicht erlaubt ist mit einer Übernachtung. Diese Frage müssen Sie dann beantworten. Und das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Genauso wie die Frage, warum Geschäfte im Moment auf sind mit Click and Meet, aber eben die Gastronomie, insbesondere die Außengastronomie, nicht öffnen darf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Vertrauen in Ihre Regierungsweise ist ohnehin erschüttert. Und in der Tat, das ist eine Risikoabwägung, die wir hier, Kollege Krüger hat es ja angesprochen, die wir heute vorzunehmen haben und die wir in der Tat mal aufrufen müssen. Und dahinter steht die Diskussion um konstruktive Vorschläge, nämlich was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich, was können wir verantworten, was können wir nicht verantworten. Und wir hätten uns an dieser Stelle mal eine echte Debatte auch mal im Ausschuss gewünscht. Kollege Eckert ist jetzt nicht da, Krüger ist da, wir haben die ja im Wirtschaftsausschuss versucht zu führen.
Aber da ist ja nichts gekommen. Wir hätten ja gerne einmal von der Landesregierung gewusst, wie sie zur elektronischen Nachverfolgung in der Außengastronomie steht, was denn jetzt ihre Position ist. Aber da kam ja gar nichts. Gar nichts kam. Oder vielleicht gibt es ja besondere Zahlen aus der Außengastronomie, die zur Risikoeinschätzung dann führen. Bis heute keine Antwort. Wie stehen Sie denn zu den Hygienekonzepten, die die ganzen Gastronomen in den letzten Jahren aufgelegt haben, investiert haben? Wie stehen Sie dazu? Gibt es dazu Zahlen? Nichts. Der Einzige, der sich in der Debatte geäußert hat, das muss man ihm hoch anrechnen für die Koalition, ist der Kollege Kasseckert. Und wissen Sie, was der gesagt hat? Der hat gesagt, er kann sich eine Öffnung der Außengastronomie vorstellen. Ganz unproblematisch, weil er der Überzeugung ist, dass es kein Risiko gibt. Das Einzige, was im Moment das Problem wäre, wäre das schlechte Wetter, hat er gesagt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie stehen Sie? Vom Minister kam gar nichts. Gar nichts. Wie stehen Sie denn zu den Schnell- und Selbsttests? Bei geschlossenen Gesellschaften beispielsweise. Wenn das Personal getestet wird. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie sind 60 Jahre, wollen Ihren Geburtstag feiern im Rheingau-Taunus-Kreis, ja, und suchen da einen Ort. Wir wissen doch alle, dass am Ende privat gefeiert wird. Und wenn Sie dann natürlich die Kontaktnachverfolgung der Jungen Union überlassen und sich dann am nächsten Tag in der Presse wiederfinden, weiß ich nicht, ob man das vielleicht doch besser einem professionellen Gastronom anvertraut hätte, mit einer digitalen Nachverfolgung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vertrauen Sie doch einmal auf die Wirtschaft. Vertrauen Sie auf die Wirtschaft und vertrauen Sie darauf, dass es intelligente Konzepte gibt. Und das muss jetzt nicht die Staats-App vom Minister Al-Wazir sein, sondern das können auch verschiedene Lösungen sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, öffnen Sie die Außengastronomie, vertrauen Sie auf die Innovation der Wirtschaft und hoffen Sie nicht auf Wunder aus der Verwaltung. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Naas. Als nächstes hat sich der Abg. Kahn zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zwar sind in der letzten Zeit ermutigende Zahlen hinsichtlich der Fallzahlen zu vermelden gewesen. Allerdings, sie steigen auch in der letzten Zeit wieder an. In Hessen gab es vorgestern 1.174 neue Fälle. Die Inzidenz stieg auf 93,4. Das sind die höchsten Werte seit Anfang Februar. Wir wissen heute und auch morgen nicht, wie sich die Fallzahlen entwickeln. Wüssten wir das, wie sich in den nächsten Jahren das in den nächsten Wochen dauerhaft entwickelten, würden etwa beim Inzidenzwert von 50, dann könnte man entsprechende Lockerungsmaßnahmen verantwortungsvoll umsetzen. Wir haben aber diese Kenntnisse nicht. Deshalb muss gefragt werden, welche Adressaten sollen eigentlich hier mit dieser Aktuellen Stunde erreicht werden und hilft dieser Ansatz eigentlich, der Pandemie wirkungsvoll zu begegnen. Was, beispielsweise, wenn eine dritte Welle kommt, dieser Ansatz ist in meinen Augen maßlos und auch kopflos. Aus ihm spricht Populismus. Er soll Corona-Leugnern und Impfgegnern Labsal sein. Das wäre noch zu verschmerzen. Gegenwärtig zu fordern, Corona-Verordnungen außer Kraft zu setzen, ist nichts anderes als grobe Fahrlässigkeit und verantwortungslos. Wer hier übrigens in einer Sackgasse ist, das wäre noch wirklich gut zu klären. Anders jedenfalls zu handeln, ist ein Schlag ins Gesicht von Tausenden von Ärzten und Pflegekräften, die mit höchstem Einsatz aufopferungsvoll das Leben von Pandemieerkrankten aufrechterhalten wollen und darum kämpfen. Es ist ein Schlag ins Gesicht Tausender, die ein Familienmitglied an COVID-19 verloren haben. Übernehmen die Antragsteller der heutigen Aktuellen Stunde eigentlich mit ihren Forderungen Verantwortung? Auch dafür, dass Intensivstationen vielleicht wegen zunehmender Auslastung keine Schwersterkrankten mehr aufnehmen können und dafür, dass wieder mit mehr Toten gerechnet werden muss. Gnade euch Gott. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Abg. Kahn. Für die Landesregierung hat Staatsminister Klose das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will noch einmal zum Gegenstand dieser Aktuellen Stunde zurückkommen und einfach sagen, wir sind jetzt seit mehr als einem Jahr in einer Situation, in der diese Pandemie nicht nur in Hessen bundesweit, sondern weltweit weitreichende Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung notwendig macht. Ich nehme für diese Landesregierung sowie andere Landesregierungen und auch die Bundesregierung für uns in Anspruch, dass wir diese Maßnahmen unter Berücksichtigung der jeweils vorliegenden medizinischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse genauso wie auch der sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erfordernisse treffen. Es ist am Ende immer eine Abwägungsentscheidung, die nie zu 100% richtig sein kann. Hessen agiert dabei umsichtig, vorausschauend, und wir setzen auf vorsichtige Schritte. Und es geht auch nicht ohne das Vertrauen auf die Unterstützung der Maßnahmen durch die Bürgerinnen und Bürger und ohne die Verantwortung jeder und jedes Einzelnen. Und ich will bei der Gelegenheit auch wirklich allen, und das ist der weit überwiegende Teil der Bevölkerung, heute ausdrücklich für die Mithilfe bei der Bekämpfung der Pandemie danken. Dadurch, dass sie sich an die Regeln halten, dadurch, dass sie sich testen lassen, wenn sie Symptome haben, dadurch, dass sie mithelfen, Abstand zu halten. Ohne all das wären wir nicht an dem Punkt, an dem wir sind, dass wir nämlich die zweite Welle überstanden haben, wahrscheinlich am Beginn der dritten Welle stehen. Aber auch darauf müssen wir so reagieren, dass wir gemeinsam weiter kämpfen. Bei allen Maßnahmen berücksichtigen wir die Auswirkungen auf das gesellschaftliche und kulturelle Leben. Wir schauen auf die psychische Gesundheit, die Bildung, die Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen, natürlich auch auf die Belastungen für Familien und Unternehmen. Und für uns in Hessen war dabei von Beginn an und ist es bis heute ein abgestimmtes, ein einheitliches Vorgehen von ganz zentraler Bedeutung. Und das gewährleisten wir durch den ständigen Austausch und die gemeinsamen Beschlüsse mit den anderen Ländern und der Bundesregierung. Und genau das ist verantwortungsvolle Politik. Meine Damen und Herren, die simpelsten und gleichzeitig wirkungsvollsten Instrumente der Pandemiebekämpfung bleiben uns erhalten. Sie begleiten uns von Beginn an. Abstand, Maske, Hygieneregeln, das bleibt das A und O. Und es treten zwei Faktoren hinzu, die aktuell eine perspektivisch deutlich positive Veränderung des Pandemiegeschehens erwarten lassen. Erstens die absehbar weiter zunehmende Menge an verfügbarem Impfstoff und zweitens die massenhafte Verfügbarkeit von Schnell- und Selbsttests. Beide werden sich positiv auf die weitere Bekämpfung der Pandemie auswirken. So ist ein Großteil der ältesten Bürgerinnen und Bürger, bei denen ja bisher die überwiegende Zahl der schweren und tödlichen Verläufe zu beklagen war, inzwischen geimpft. Ich habe die Zahl gestern im Ausschuss genannt. In den Alten- und Pflegeheimen sind 95% der Menschen inzwischen geimpft. Und es zeigt sich auch, dass die Zahl der schweren und tödlichen Verläufe insbesondere in dieser Gruppe ganz klar messbar zurückgeht. Hinzu treten die Schnell- und Selbsttests. Die sind mit guter Genauigkeit in der Lage, festzustellen, ob jemand akut aufgrund einer SARS-CoV-2-Infektion ansteckend ist. Und sie können wenigstens für den Tag, an dem sie gemacht werden, zusätzliche Sicherheit bei Kontakten geben. Und deshalb will ich auch von hier aus noch einmal ausdrücklich ermuntern, die Angebote kostenloser Testungen wahrzunehmen, die geschaffen worden sind. Inzwischen haben die Gesundheitsämter mit unserer Unterstützung in Hessen mehr als 360 Teststellen beauftragt, und es werden jeden Tag mehr. Das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass wir beliebige Neuinfektionsraten tolerieren können. Die Sorgen, die wir über die Varianten von SARS-CoV-2 haben, die sich gerade aufgrund der höheren Übertragbarkeit besonders schnell ausbreiten und auch schwere Krankheitsverläufe verursachen können, müssen wir ernst nehmen.
Der Anteil etwa der Virusvariante B.1.1.7 an den Infektionen in Deutschland liegt inzwischen bei etwa 75%. Es wird nicht mehr lange dauern, bis diese Variante die absolut vorherrschende ist. Ein Zusammenhang mit der wieder ansteigenden Zahl der Neuinfektionen liegt auf der Hand. Wir wissen aus anderen Staaten, wie gefährlich diese Varianten sind. Und deshalb bleibt unter Abwägung aller gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren die Aufrechterhaltung der umfassenden Maßnahmen erforderlich. Denn das Virus spaziert ja nicht alleine durch die Straße. Jede Form der Mobilität, jeder zusätzliche Kontakt ermöglicht ihm erst, sich weiter zu verbreiten. Und wir wissen sehr wohl, dass die Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Pandemie notwendig sind, ganz erhebliche soziale und wirtschaftliche Einschnitte für alle Menschen bedeuten. Deshalb werden alle Maßnahmen der Landesregierung ständig überprüft. Sie werden angepasst, wenn notwendig. Und wir können vorsichtige Lockerungsschritte dann vertreten, wenn das pandemische Geschehen es zulässt, damit wir die Erfolge, die wir bereits errungen haben, nachhaltig sichern und gleichzeitig verantwortungsvolle schrittweise Öffnungen ermöglichen können. Und da Sie ja für sich in Anspruch nehmen, unsere Verordnungen verstießen gegen geltendes Recht. In unserem Rechtsstaat ist ja glücklicherweise jede staatliche Entscheidung auch gerichtlich überprüfbar. Und dann schauen wir, wie haben die Gerichte bisher entschieden. 193 der Verfahren gegen unsere Corona-bedingten Verordnungen sind abgeschlossen. Bei 192 hat sich die Rechtsauffassung des Landes durchgesetzt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Dr. Naas gemeldet. Das sind 1:05 plus 49, also sagen wir mal 2 Minuten. Werde ich nicht brauchen, Frau Landtagspräsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass doch etwas kommt. Denn der Minister hat ja gerade doch einen positiven Ausblick gegeben und gesagt, das pandemische Geschehen wäre zwar nach wie vor kritisch, aber man gehe doch gestärkt jetzt in die nächsten Wochen. Und dass es für die Gastronomie, auf die ich ja heute Bezug genommen habe, auch konkrete Möglichkeiten gibt, das zeigt ja das Beispiel Tübingen. Und in Tübingen ist es möglich, mit einem Schnelltest einen Tag ins Kino zu gehen oder eben in eine Kultureinrichtung oder auch gerne mal in die Außengastronomie. Und ich frage die Landesregierung, warum das nicht auch in Hessen möglich ist und warum sie ständig eine ganze Branche hier an dieser Stelle vergessen. Ich glaube, dass es heute auch mal an der Zeit wäre, vielleicht dort auch endlich mal einen Ausblick zu geben, weil hier viele Menschen, ich könnte noch weitere Branchen nennen, aber ich nenne mal heute diese, weil wir den Antrag auch dazu vorgelegt haben. Und ich hätte schon erwartet, dass Sie sich zu diesem Antrag auch mal irgendwie äußern, wenn der heute mit aufgerufen wird. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Dr. Naas. Und der Abgeordnete Lichert hat sich auch noch mal kurz gemeldet. Danke sehr, Frau Präsidentin. Ich habe nicht viel Zeit, deswegen will ich gleich zum wichtigsten Punkt kommen. Wir sind nicht mehr am Anfang dieser Krise. Wir haben schon ein Jahr Corona hinter uns. Der Lockdown letztes Jahr war ja in einer Phase, wo noch hohe Unsicherheit über die Fakten herrschte. Ja, wahrscheinlich sogar noch gerechtfertigt. Deswegen sind wir ja auch im Großen und Ganzen dieses Thema mitgegangen. Ja, aber der Punkt ist, es passiert viel zu wenig für zielgerichtete Maßnahmen. Datengetriebene Maßnahmen. Wo müssen wir wirklich ansetzen? Und das Flächendeckende, Undifferenzierte, das ist das, was wir kritisieren. Es wird mit Sicherheit immer Situationen geben, wo man natürlich schließen muss, aber das Flächendeckende, Undifferenzierte muss weg. Und da muss ich festhalten, dem Kollegen Grüger ausdrücklich Recht geben. Und das ist jetzt keine Sonderlocke, man könnte doch vielleicht mal ein bisschen, sondern es ist zwingend notwendig. Denn, ich sage es noch einmal, die Grundrechte haben zu gelten. Die werden nicht durch die Politik zugeteilt. Und wer diese einschränken muss, der hat die Beweislast. Und ich erinnere nur noch einmal daran, das ist ein Skandal. Wer hier so tut, als wäre irgendetwas gut und richtig gelaufen, das ist ein Skandal. Und da hilft auch nicht der Vergleich mit anderen Ländern, denen es noch dreckiger geht als uns. Danke.
Vielen Dank, Herr Abg. Lichert. Ich weise noch einmal darauf hin, dass was vorne gezeigt wird, dann vorher hier uns auf dem Präsidium gezeigt wird. Mache ich immer wieder gerne und weise darauf hin. Okay, alles klar. Gut. Dann liegen mir jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Und damit ist die Aktuelle Stunde der AfD-Fraktion mit der Drucksache 20-5317 abgehalten. Der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten mit der Drucksache 20-5274 überweisen wir in den WVA zur weiteren Beratung. Und den dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der AfD stimmen wir dann heute Abend vereinbarungsgemäß ab.